Liebe Zuschauer, es freut mich sehr, dass ich jetzt hier auf dem Whisky-Schiff Zürich auch die renommierte Journalistin Julia Nurmey vor mir habe. Sie ist jetzt hier extra hierher gekommen, an unseren Stand. Und ich freue mich, dass sie ein paar Kommentare wird geben zu sich selber und auch ein Tasting dann zu dem Wolfgang Standard Release. Julia, kannst du etwas sagen über dich selber, wie du arbeitest, was so deine Topics sind, bitte? Danke. Ja, also ich beschäftige mich jetzt schon seit rund 23 Jahren mit Spirituosen, insbesondere mit Whisky, und bin auch natürlich sehr häufig bei den Produzenten vor Ort. Und Wolfburn ist so eine Brennerei, da war ich mehr oder weniger schon von Anfang an, war schon einige Male da, habe gesehen, wie sie sich entwickelt hat, wie die dort arbeiten, habe von den Fässern schon probieren können von Anfang an und hat mich immer total begeistert, wie diese Qualität sich entwickelt hat. Insofern freue ich mich sehr, dass jetzt die erste offizielle Abfüllung ansteht, und ich würde die jetzt gerne mit euch verkosten. Sehr erstaunlich ist, dass die Nase jetzt schon ein Whisky zeigt, der wirklich schon reif ist. Das ist ja noch ein sehr, sehr junges Produkt und noch gar nicht ganz dreijährig. Und trotzdem habe ich schon das Gefühl, als hätte ich hier einen Whisky vor mir, der schon 5-6 Jahre gereift ist. Glücklicherweise wurden hier Fässer verwendet, die nicht ganz frisch sind. Wir sehen das an der Farbe und man kann das auch riechen, sodass sehr, sehr schön die Getreidenote rüberkommt. Wir haben eine ganz, ganz leichte Rauchnote. Die ist allerdings minimal und sehr viel schöne Frucht, frische Frucht, also einen nicht allzu reifen Apfel, sehr schön angenehme Birnennoten. Ich verkoste den jetzt mal, ich hoffe, das ist in Ordnung. Auch jetzt kommen die Rauchnoten schön durch, sehr viel Getreide, sehr viel Frucht, extrem sauber, mir läuft gerade richtig das Wasser im Mund zusammen. Sehr schön. Und ich merke selber, dass ich die ganze Zeit so nachschmatzen muss. Das heißt, ich will diesen Geschmack eigentlich immer wieder haben. Und sehr lecker. Also, ich würde sagen, sehr gelungen. Macht weiter so bei Wolfburn. Hut ab. Danke, Julian, für deine Einschätzungen. Das war sehr interessant, dir hier zuzuhören. Vielen Dank, dass du zu uns an den Stand gekommen bist, am Whisky-Schiff Zürich. Und wir wünschen dir noch weiterhin noch viel interessante Tastings hier am Schiff. Besten Dank. Merci.